Willkommen zum BZ-Talk. Wenn man sich nach einem Infekt ein paar Tage danach noch schlapp fühlt, ist das normal, das kennt jeder. Heute sprechen wir allerdings über Menschen, bei denen geht nach dem Infekt so gut wie gar nichts mehr. Sie leiden unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom, auch bekannt unter der Abkürzung ME-CFS. Meine Gäste heute, das ist Helmut Graf. Seine Tochter ist betroffen, sie leidet unter ME-CFS seit anderthalb Jahren und kommt seither im wahrsten Sinne nicht mehr auf die Beine. Herr Graf heißt im richtigen Leben anders, er möchte allerdings in der medialen Öffentlichkeit nicht mit seinem richtigen Namen erscheinen und das akzeptieren wir natürlich. Mein zweiter Gast ist Professor Patrick Gerner, er ist Chefarzt der Kinderklinik Ortenau. Und er hat dort mit jungen Patienten zu tun, die ebenfalls unter ME-CFS leiden. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Herr Graf, wir beginnen bei Ihnen. Was war Ihre Tochter für ein Mensch, bevor sie an dieser schrecklichen Krankheit erkrankte? Sie war ein relativ normal lebendiges Mädchen, hat gerne am Leben teilgenommen, war draußen, war auch gerne drin, hat gemalt, hat mit Freundinnen Sachen unternommen. Ganz normal, Schwimmen war eine große Leidenschaft von ihr. Und SC Freiburg-Fan. Und sie hat einfach... wie ein junger Teenager, sie war 14 damals, als das angefangen hat, ganz normal mit dem Fahrrad in die Schule gefahren und einfach gerne am Leben teilgenommen. Urlaub, wunderschönen Urlaub haben wir kurz bevor es losging noch in Südfrankreich gemacht. Da in der Düne, Dune de Pilat, spazieren gehen, da den Abend in der Düne verbringen. Das war einfach ihre Leidenschaft, wo sie sehr, sehr viel Freude dran hatte. Und wie geht es ihr heute, anderthalb Jahre nachdem es losging mit diesem Leiden? Ja, wie an meiner Ergriffenheit vielleicht zu erkennen ist, sie liegt seit über eineinhalb Jahren, ist sie pflegebedürftig. Und wir haben die schlimmsten Zeiten wohl hoffentlich hinter uns. Es geht ihr im Vergleich zu den schlimmsten Zeiten minimal besser. Aber das heißt trotzdem noch, dass sie 24 Stunden liegt, dass ich ihr die Zähne putze, dass ich ihr zumindest noch Mittag und Abendessen füttere. Frühstück versucht sie mit ihrem Kraftaufwand alleine zu bewerkstelligen. Und liegt 24 Stunden im Bett und sie kann, das ist vielleicht ungewöhnlich, aber für sie halt ein gewisser Vorteil, viel Zeit mit Fernsehen verbringen, was aber ein schwacher Trost ist. Und ansonsten kann sie halt nichts machen, was im Leben normal ist. Weil sie zu erschöpft ist, weil sie alles... Es ist für Gesunde so schwer vorstellbar, dass die Kraft wirklich nicht reicht, um die Zähne zu putzen. Dass wenn man Zähne putzt, dass danach innere Spannungen da sind, Schmerzen... und dass da ein Gefühl, eine Übermüdung da ist und eine Kraftlosigkeit, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Sie haben jetzt gesagt, Sie hoffen, dass das Schlimmste hinter Ihnen liegt. Wenn Sie jetzt mal diese anderthalb Jahre, den Verlauf beschreiben, wie sieht es da aus? Was gab es da für Wellen? Es gab, als der große Crash war eine Überforderung durch eine ärztliche Maßnahme, die schiefgegangen ist. Und im Anschluss danach war sie komplett pflegebedürftig. Das war auch der Zeitpunkt, ab dem ich überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Hatte sie denn einen Infekt? War der Auslöser oder was vermutet? Von Verlauf her ganz klar, Auslöser Corona-Infektion im November 2021. Ja. Und dann im Dezember schon erste Symptome, dass sie
müde war. Sie muss zu uns in die Wohnung einen kleinen Berg hochlaufen. Sie kommt da an und liegt dann für mehrere Stunden auf dem Sofa und macht nichts. Und ansonsten war immer ihre erste Aktivität mit den Katzen spielen und dann Hausaufgaben machen. Und das war für sie nicht möglich. Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, dann im Januar, wie ich mal zu ihr gesagt habe, bring bitte mal den Müll raus. Und das sind zu Fuß 30 Meter hin und zurück. Und sie kommt dann zurück und sagt, dann richtig kreidebleich auf dem Sofa liegend, ich kann nichts mehr für den restlichen Tag machen. Und das hat mich dann natürlich schwer erschüttert. Und dort habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann die kanadischen Konsenskriterien für ME/CFS gefunden und konnte anhand denen zu meiner laienhaften Bewertung kommen und sagen, zu 99% ist es ME/CFS. Herr Gerner, kennen Sie vergleichbare Fälle? Eine ganze Reihe Fälle kenne ich. Erst seit anderthalb Jahren. Vorher kannte ich das Erkrankungsbild auch nicht, obwohl ich ja jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte im Beruf stehe und entsprechend viel auch gesehen habe. Viele seltene Erkrankungen waren mir nicht bekannt. Und dann auch durch eine Mutter im Umkreis meines Wirkungsfeldes darauf aufmerksam gemacht wurde. Und seitdem habe ich eine ganze Reihe von ebenso schwer Erkrankten, manche nicht ganz so schwer Erkrankte kennengelernt. Also das ist kein Einzelfall, ganz und gar nicht. Das kann eigentlich viele auch im Bekanntenkreis mit Leuten, wenn man darüber spricht, über das Thema, kennen nicht wenige Personen auch jemanden, Arbeitskollegen oder irgendjemand im näheren Umfeld. Sie haben es gerade schon gesagt, die Krankheit gibt es schon länger, aber man spricht eigentlich erst in der Öffentlichkeit drüber seit Corona, seit es heute den Begriff Long-Covid gibt. Was weiß man denn über ME/CFS? Ja, ME/CFS ist eine gut definierte Erkrankung, gibt es seit über 50 Jahren von der WHO anerkannt. Das ist also, gibt es eine eigene ICD-Nummer, also das ist eigentlich Standard, dass es diese Erkrankung gibt. Eine Fatigue-Erkrankung, wie der Name sagt, also eine Erschöpfungserkrankung. Bekannt ist es schon lange, aber jetzt erst durch Corona, weil eben auch Corona das auslösen kann. Es gibt auch andere typische Viren, EBV, Influenza sind auch so typische Viren, die das auslösen können. Durch Corona wurde es jetzt noch mal prävalenter, sind einfach mehr Patienten erkrankt und dadurch ist es jetzt so ein bisschen aus dem Schattendasein hervorgetreten. Es wird ja oft gleichgesetzt und benutzt diese Begriffe praktisch synonym, ME/CFS und Long-Covid. Also viele sprechen von Long-Covid. Halten Sie diese Vermischung für problematisch? Oder also ME/CFS ist eine von vielen Long-Covid-Erkrankungen, die schwerste, mit Abstand die schwerste. Long-Covid bedeutet einfach, dass bestimmte Symptome zurückbleiben nach einer Corona-Erkrankung. ME/CFS kann auch im Rahmen von Long-Covid vorkommen als schwerste Komplikation, aber das geht natürlich auch ohne Corona. Das gab es ja schon vor Corona und da war es noch unbekannter. Jetzt ist es immer noch unbekannt, leider, aber es hat sich so in den letzten 2-3 Jahren zumindest in den Medien langsam verbreitet. Ja. Weiß, ja, Graf? 2019 gab es eine Anfrage der Grünen an die damalige Bundesregierung, wo es darum ging, sich um die ME/CFS-Erkrankten zu kümmern. Und dort wurden von 250.000 Erkrankten gesprochen. In Deutschland? In Deutschland, nur in Deutschland. Sprich, das sind diejenigen, die schon weit vor Corona diese Erkrankung hatten. Und 2022 gab es dann die offiziellen Zahlen mit über 500.000 Erkrankten, an ME/CFS-Erkrankte.
Sprich, allein durch Corona sind dann bis Anfang 2022 über 250.000 dazugekommen. Und was man nicht vergessen darf, viele Erkrankte haben eine jahrelange Odyssee hinter sich. Das kann man sich nicht vorstellen. Jahrelang von Arzt zu gehen und keine Diagnose zu bekommen. Das ist ja mit das Schlimmste noch zusätzlich zu dieser Krankheit. Hier vergessen, ignoriert, nicht anerkannt zu werden, psychologisiert zu werden. Und von daher ist die Dunkelziffer wohl noch immens hoch, denn die allerwenigsten bekommen überhaupt die richtige Diagnose. Wie war das denn bei Ihnen oder bei Ihrer Tochter? Wie lange hat es gedauert, bis sie die richtige Diagnose hatte? Also, als ich im Februar 22 mir klar war, sie hat diese Krankheit, bin ich zum Hausarzt damit gegangen. Dort wurde ich belächelt, ja, als verrückter Vater, der gegoogelt hat und jetzt meint, er könnte den Ärzten hier mal sagen, was Sache ist. Ich bin mit einer Frage aufgetreten. Ich habe nicht gesagt, das ist es, sondern ich habe gefragt, könnte es das sein? Ja, und habe natürlich auch gesagt, dass ich recherchiert habe. Ja, woher soll ich sonst das Wissen haben? Und ja, und dann war mir klar, dass ich, wenn ich irgendwie Anerkennung von Krankenkasse, Pflegeversicherung, irgendwas haben möchte, um meine Tochter versorgen zu können, brauche ich eine offizielle Diagnose. Und dann habe ich mich an die Long-Covid-Ambulanz hier in der Uniklinik gewandt. Die haben dann darauf reagiert, einige Wochen später, und wollten dann meine Tochter eine Woche lang aufnehmen, stationär. Und daraufhin habe ich gefragt, ja, was machen Sie in dieser Woche? Ja, keine Ahnung, verschiedene Ausschlussdiagnosen. Ich wollte halt wissen, was, weil ich zum damaligen Zeitpunkt schon wusste, dass jegliche Überanstrengung den Zustand meiner Tochter dramatisch für Wochen, Monate oder noch länger verschlechtern wird. Das gehört zu dieser Krankheit, dass sich nach Überanstrengung der Zustand massiv verschlechtert. Sprich von Crashs. Crash oder auch PEM, ja, die Post-Extensional Malaise. Man konnte mir nicht sagen, was in dieser Woche genau gemacht wird. Ich wollte mit jemand Verantwortlichem sprechen, um zu gucken, was da überhaupt abgeht. Und es war für mich niemand erreichbar. Sowas gibt es nicht, war die Antwort. Und daraufhin habe ich gesagt, ich gebe meine Tochter nicht dann für eine Woche in die Klinik. Und dann wurde mir gedroht, ja, dann kriegen Sie überhaupt keinen Termin. Und dann, das können Sie vergessen in der Ambulanz. Das dauert ein Dreivierteljahr, wenn Sie da überhaupt einen Termin wollen. Sagte ich, das muss ich in Kauf nehmen. Und dann kam ein paar Wochen später ein Anruf von der Ambulanz. Ich könnte im August einen Termin bekommen. Zu dem Termin bin ich dann mit meiner Tochter hin, da schon im Rollstuhl. Und da war schon Sitzen im Rollstuhl eine Überforderung für sie. Sitzen im Rollstuhl war schon viel zu anstrengend für sie. Und dann war die Untersuchung, ich bin dankbar, dass es überhaupt jemand gab, aber die Untersuchung war ausgerichtet auf jemand, der nicht ME/CFS hat. Die Anstrengung, die sie dort in der Untersuchung machen musste, war zu viel für sie. Sie war der offizielle, es gibt so einen Bell-Score, wo man was einordnen kann, ungefähr die Schweregrad dieser Krankheit. Und sie hatte, bevor wir die Diagnose angefangen haben, einen Bell-Score von 30 und danach war sie nur noch bei Bell-Score 10. Das heißt, ihr Zustand hat sich durch die Diagnose erheblich verschlechtert. Ja, und dann hatte ich ab August 22 hatte ich dann eine Diagnose. Mhm. Herr Gerner, Sie haben auch mal in einem Artikel der BZ gesagt, im letzten Jahr viele Betroffene kommen aus der Klinik schwächer, also jetzt nicht Uniklinik, sondern allgemein schwächer raus, als sie reinkamen. Ist das immer noch so und wie erklären Sie sich das? Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, ob man auf Ärzte trifft, die das Erkrankungsbild kennen. Wenn es Ärzte gibt und Pflegepersonal, die sich damit auskennen, dass es eine Erkrankung ist, die sich vollkommen anders verhält als andere Erkrankungen.
Und das ist eins der Probleme daran. Dann kann das gut laufen und dann wird das Kind nicht überfordert oder der Patient nicht überfordert. Den Patienten sieht man es nicht an. Das ist auch ein Problem. Die sehen aus wie das blühende Leben. Und jeder sagt dann erstmal spontan, ja, entweder ist es was Psychisches, was es überhaupt gar nicht ist, hat wirklich überhaupt nichts mit Psyche zu tun. Oder man glaubt es den Patienten oft nicht. Es gibt leider noch sehr wenige Ärzte, die das kennen. Also ich streue das gerne bei den Treffen, die wir unter uns abhalten, und bin immer noch erstaunt, dass es eigentlich in den Medien schon relativ viele Beiträge gab und gibt, aber im ärztlichen Bereich das sich immer noch nicht wirklich rumgesprochen hat. Und deswegen ist die Latenz, also bis dann die Erkrankung überhaupt erkannt wird, oftmals zu lang. Und auf dem Weg dahin nehmen nicht wenige Patienten Schaden. Das muss man einfach so sagen, weil sie überfordert werden. Was gibt es denn für Therapien? Ja, also die Erkrankung ist nach wie vor ein Mysterium, absolutes Mysterium, muss ich wirklich sagen. Und entsprechend gibt es eigentlich keine festgelegten Therapien, keine zugelassenen Therapien. Wenn es Therapien gibt, dann ist das meiste off-label. Man therapiert die verschiedenen Symptome. Es ist natürlich die Fatigue, also die Erschöpfung. Es gibt aber auch Symptome am Herzen, dass es Herz schnell schlägt. So verschiedene Organsysteme, dass man schnell außer Atem ist. Das kann man dann versuchen, so ein bisschen zu verbessern, dass der Schlaf besser ist, der oft auch nicht gut funktioniert. Viele Patienten haben Schmerzen. Also da kann man an den einzelnen Symptomen versuchen, etwas zu verbessern. Es gibt aber keine kausale Therapie. Die allerwichtigste Maßnahme ist dieses sogenannte Pacing. Das bedeutet striktes Einhalten der Grenzen. Und das muss man wissen, denn wenn man medizinisch, sage ich jetzt mal, selbstkritisch vorgeht, dann sagt man, komm, jetzt Reha-Maßnahme, raus aus den Federn, Sport machen, Therapien machen, so wie jetzt auch in dem Beispiel, kommen Sie mal zu uns eine Woche und wir checken Sie durch. Aber das bringt viele Patienten über die Belastungsgrenze und dann gehen sie kränker von dem Arztbesuch oder dem Klinikaufenthalt oder der Reha-Maßnahme nach Hause, als sie hingegangen sind. Mhm. Gibt es denn, Sie sagen, es gibt eigentlich keine Therapie bisher, aber die Forschung läuft ja. Zeichnet sie da, sie verdrehen die Augen? Ja. Gibt es da keinen Hoffnungsschimmer momentan? Also es gibt schon einen Hoffnungsschimmer, je nachdem, in welchem Stadium man ist. Wenn man, es gibt, wie gesagt, das ist jetzt bei Herrn Grafs Tochter absolut die schlimmste Form. Und davon gibt es nicht wenige, die bettlägerig zu Hause 24/7 sind. Aber es gibt auch eine ganze Reihe, die weniger betroffen sind, die noch mal vielleicht sogar mal das Haus verlassen können, mal einen 100-Meter-Spaziergang schaffen. Und wenn man sich dann an diese Belastungsgrenze strikt hält, ist schon auch eine Besserung möglich, das ist ganz sicher. Dann gibt es einige Maßnahmen, medizinische Maßnahmen, da gibt es immer wieder mal Berichte, dass sich jemand auch ganz dramatisch verbessert hat innerhalb kurzer Zeit. Warum, weiß kein Mensch. Aber man muss ehrlicherweise zugeben, wenn das mal chronisch geworden ist, wenn man mal einen gewissen Grad der Einschränkung hat, dann sind viele Menschen, viele Patienten, denen im Moment, Stand der jetzigen Forschung, noch sehr, sehr wenig geholfen werden kann. Ja. Herr Graf, wie sieht momentan Ihr Alltag aus? Durch den von Herrn Gerner genannten Schlafrhythmus, der bei der Krankheit bei sehr vielen komplett durcheinander ist, schläft meine Tochter nur mit Hilfe von verschiedenen Mitteln überhaupt erst ein. Das ist meist 1 Uhr, 1.30 Uhr. Das bedeutet auch für mich, dass dann die Nachtruhe beginnt. Dann kommt es vor, dass ich in der Nacht 1, 2, 3, 4 Mal raus muss, wenn sie Hilfe braucht, mindestens beim Toilettenstuhl. So, und dann... Wie meldet sie sich? Sie ruft mich an. Okay.
über Handy, Uhr. Am Anfang war das nicht möglich, konnte sie das nicht machen, dann habe ich neben ihr geschlafen, die erste Zeit. Und als nach dem schlimmsten Crash im Oktober 22. Und schlafe ich inzwischen etwas länger, weil es einfach gesundheitlich sonst der Preis zu hoch für mich war. Stehe ich dann gegen 9 Uhr auf, bereite Haushalt einige Sachen vor, Frühstück, mache das Bett und dann wacht meine Tochter meist so zwischen 10 und 12 Uhr irgendwann auf. Dann mache ich Frühstück, transportiere sie vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, wo das Krankenbett steht. Und das ist für uns ein Luxus, dass wir uns das leisten, sie vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer zu transportieren. Für mich ist das eine Psychohygiene, um einfach einen gewissen Tagesrhythmus zu haben und eine Veränderung zu haben. Denn es kostet sie eigentlich sehr viel Kraft. Allein aufstehen, Toilettenstuhl, der ist auf Rollen, ins Wohnzimmer fahren und dort wieder umsetzen, ist schon in der schlimmsten Zeit ein großer Kraftakt gewesen. Und wenn sie ein bisschen versorgt ist, Zähne putzen, die verschiedenen Medikamente oder die Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel richten und dann immer wieder kontrollieren, dass sie die nimmt, dann Mittagessen und immer wieder zwischendrin, Papa, ich brauche mal das, Papa, ich brauche mal das. Und bei allen größeren Dingen braucht sie meine Hilfe. Ja, also so, und dann vergeht der Tag. Und ich habe sie dann 10, 12, 14 Mal auf den Toilettenstuhl gehoben und mich in vielerlei Hinsicht um sie gekümmert, gewisse Hygienemaßnahmen. Und dann ist der Tag vorbei. Wie gibt es noch sowas wie Kontakt zur Außenwelt? Bekommt Ihre Tochter Besuch von Freunden? Ist das möglich? Es ist, auch wenn es von außen nicht vorstellbar ist, in diesen schwersten Zeit, seit diesem Oktober, seit diesem Crash, hat sie ihre besten Freundinnen insgesamt 4 Minuten gesehen. Die waren sprechen von Oktober 22. Oktober 22 bis Stand heute. Bis heute. Ja, 4 Minuten. Und die sind verteilt, das ist nicht einmal, sondern verteilt. Dann kommt sie rein, macht die Tür auf, steht im Türrahmen, winkt kurz zu, sie reden 3-4 Worte und dann sagt sie, es ist mir zu viel. Ja? Und dann müssen die wieder gehen. Und das war so auch mit immer wieder erschütternd zu erleben, wie die Freundinnen groß werden und in ihrer Teenagerblüte sind und meine Tochter liegt da und kann nichts teilnehmen. Und inzwischen ist es möglich, dass sie einmal in der Woche mit einer Freundin für 8 bis 10 Minuten telefonieren kann. Aber selbst danach ist sie erschöpft und braucht wieder Zeit, um sich davon zu erholen. Wie geht sie mental mit dieser schlimmen Situation um? Das ist das Erstaunliche. Sie ist sehr stabil. Sie hat jeden Tag Hoffnung. Sie sagt mir zwar jeden Tag, Papa, ich würde gern das machen, ich würde gern das machen, ich würde gern dich mal wieder rausgehen, ich würde gern mich mit denen treffen. Aber sie ist null depressiv. Und sie hat auch noch immer noch Freude, vor allem dann, wenn der SC Freiburg gewinnt. Heute Abend wahrscheinlich vielleicht eher nicht. Mal schauen, gegen die Bayern. Wäre natürlich umso größer die Freude. Aber ansonsten ist einfach wenig übrig vom Leben. Ja. Und aber auf keinen Fall, nicht mal ansatzweise depressiv. Nicht mal ansatzweise. Immerhin, ja. Sie haben, das ist ein absoluter Fulltime-Job zum Arbeiten. Bleibt da natürlich keine Zeit mehr. Wie werden Sie unterstützt, auch finanziell? Offiziell gibt es nichts. Für diese Situation, alleinerziehender Vater, muss wegen einer kranken Tochter, kann er nicht arbeiten. Es gab am Anfang das Kinderkrankengeld. Dank Corona war das auf 60 Tage ausgelegt. Damit bin ich die erste Zeit über die Runden gekommen. Und danach war jemand so großzügig und zu sagen, wir gehen über Grenzen hinweg, weil wir ihre Not sehen. Und ich bekomme da über einen begrenzten Rahmen eine Unterstützung.
Und sonst, ja, wäre ich einfach finanziell in einer sehr extrem schwierigen Situation und hätte dann auch den zusätzlichen Aufwand, irgendwelchen Behörden erklären zu müssen, dass eine Betreuung durch einen externen Pflegedienst nicht möglich ist, aufgrund der Krankheit, weil eine so hohe Reizempfindlichkeit da ist. Das kann man sich eben als Gesunder, ich weiß, ich wiederhole mich, man kann es sich nicht vorstellen, dass ein Öffnen von einer Chipstüte im Raum, wo dieses kranke Kind ist, viel zu laut ist. Mhm. Fernsehen, die Lautstärke, also mir ist es viel zu leise. Ich höre kaum was. Ja? Also, es ist einfach ein unfassbar reduziertes Leben. Und genau, und ich kann dank dieser finanziellen Unterstützung momentan noch über die Runden kommen. Wie das dann aber ab Sommer aussieht, weiß ich nicht. Und aus diesem Grund hat auch jemand jetzt einen Spendenlauf initiiert. Wir haben schon darüber gesprochen, am 4. Mai findet ein Sponsorenlauf statt für 4 MEZF-erkrankte Mädchen hier in der Region, wo für diese 4 Mädchen einfach gesammelt wird. In Freiburg. Das ist in Wagenstadt. Von der Grundschule in Wagenstadt wird da so ein Sponsorenlauf initiiert. Und ja, wir hoffen halt, dass da ein bisschen was zusammenkommt. Und das ist für uns natürlich eine große Hilfe, weil die Kosten allein für die Nahrungsergänzungsmittel und alles, wir werden betreut von einem Heilpraktiker, der ist schon sehr großzügig zu uns, aber trotzdem kommen da ein paar tausend Euro im Jahr zusammen. Und genau, es kommt wenig rein und sehr viel raus. Herr Gerner, lässt man Menschen wie Herrn Graf im Stich? Ich hätte es nicht gedacht, dass es im deutschen Gesundheitssystem solche Lücken gibt. Das muss ich wirklich sagen. Und die Situation, die Herr Graf schildert, ist, wie gesagt, kein Einzelfall. Man glaubt es wirklich erst, wenn man es selbst gesehen hat. Und ich hätte es als Mediziner nicht gedacht, dass diese Familien, sind ja Kinder, Jugendliche, aber auch viele Erwachsene, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durch die Maschen fallen. Ich selbst beispielsweise kümmere mich ja auch nur in meiner Freizeit um MECFS. Ich kann es auch nicht jetzt im Krankenhaus, wir haben keine Ambulanz dafür, ich habe keine Zulassung dafür. Es ist einfach viel zu aufwendig, das im Beruf zu machen. Und so geht es ganz vielen. Kinder, Hausärzte sind auch am Rande ihrer Möglichkeiten, kennen sich oft nicht aus, haben riesen Fragezeichen, haben auch nicht die Zeit zu kommen. Also ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass es in Deutschland diese Riesenlücken gibt. Und so wie es Herr Graf schildert, ist es, also man kann auch nicht einfach einen Pflegedienst schicken. Man kann die Patienten auch nicht einfach mit dem Krankenwagen abholen und irgendwo hinfahren. Das ist, so wie er sagt, die Chipstüte ist eigentlich ein gutes Beispiel. Wenn man sich vorstellt, das Öffnen einer Chipstüte ist zu viel, kann man sich vorstellen, dass alles andere auch nicht funktioniert, sondern wenn überhaupt nur mit absolut geschultem Personal, mit viel Zeit, mit viel Planung, mit viel Eingehen auf die Patienten. Und das ist eigentlich fast nie gegeben. Sie sind ja auch in der Selbsthilfegruppe. Ja. Sie wenden sich immer wieder an die Politik. Gibt es da Bewegung? Haben Sie das Gefühl, Sie finden da Gehör? Also, sehr, sehr, sehr verzögert. Ja, ich bin in verschiedenen Selbsthilfegruppen. Eine nennt sich nichtgenesenkids.de, eine tolle Organisation, die sehr, sehr viel Herzblut, wo ganz viele Eltern ihr Engagement da reinstecken. Mehrere hundert Kinder, schwerst betroffene Kinder dabei. Oder es gibt auch noch eine Selbsthilfegruppe von Susanne Ritter hier in Baden-Württemberg. Mehrere hundert Menschen, die daran teilnehmen. Wir kommen so langsam an der Oberfläche an bei der Politik, aber es ist noch nicht im Ansatz verstanden worden, was notwendig ist. Und ich rede nicht von einer Vollkaskoversorgung für mich. Wenn ich krank bin und nicht arbeiten kann, dann erwarte ich nicht, dass ich das Füllhorn über mir ausgeschüttet wird. Aber eine Grundversorgung, zu wissen, dass eine Familie nicht in den finanziellen Ruin abrutscht, ist extrem wichtig.
was noch wichtiger wäre und was ich eben nicht verstehe, wieso das über Jahrzehnte schon verweigert wird, ist, wieso findet keine Forschung statt? Und als es vor ein paar Jahren ein Mittel gab, was hier ominös dann inzwischen durch die Gruppen wabert, dieses BC007, wo zwei Patienten innerhalb kürzester Zeit von diesem Mittel geheilt wurden, haben sich alle versucht draufzustürzen, wurden Spendengelder gesammelt, an der Uni Erlangen gab es da ein Projekt, ich selbst habe auch Geld hingespendet und dann wurde das Mittel zurückgezogen. Niemand kümmert sich drum. Eine Frau Stark-Watzinger verweigert Forschungsgelder. Lächerliche Summen werden nur freigegeben. Also unfassbar wenig Geld, was über Jahre verteilt wird. Das heißt dann, oh, es werden große Summen werden jetzt freigegeben. Und wenn man ins Kleingedruckte schaut, sieht man, das verteilt sich ja über die nächsten 8 Jahre. Ja, und bis dann, was anläuft. Also man hat jetzt in der Schweiz einen Marker gefunden, wo die Schweizer sagen, sie können damit Long-Covid nachweisen. Das würde dann wenigstens schon mal helfen, dass die ME-CFS-Patienten einen Nachweis hätten, diejenigen, die von ihr ME-CFS durch Corona haben. Ja, aber dieser Test, der das nachweisen kann, kommt frühestens in 2 Jahren auf den Markt. So. Und jetzt findet in Baden-Württemberg ab Oktober 2024 gibt es dieses MOVE-Projekt, wo 4 Uniklinik-Standorte in Baden-Württemberg eine Ambulanz bilden, wo sich Familien mit kranken Kindern hinwenden können. Oktober 2024. Ich meine, für diejenigen, die jetzt krank werden, ist das eine echte Aussicht. Aber für diejenigen, die vorher am Lernprozess daran teilgenommen haben und die Fehler sind, an denen gelernt wurde, für die ist das natürlich brutal. Ja, also wir warten jetzt letztendlich seit Dezember 2021 auf ärztliche Unterstützung und so lange nichts zu haben, das kann man sich nicht vorstellen, wie katastrophal das ist. Wie zermürbend, ermüdend und frustrierend und also ich bin ein sehr, sehr demokratischer Mensch und ich bin sehr dafür, positiv, konstruktiv an der Gesellschaft teilzunehmen. Aber so von diesen demokratischen Parteien so vergessen zu werden, ignoriert zu werden, Versprechungen zu bekommen, die nicht eingehalten werden, das ist echt, echt schwere Kost. Also das ist schwer auszuhalten. Mhm. Am 11. Mai planen Sie jetzt und auch andere Betroffene einen Aktionstag in Freiburg. Genau. Herr Gerner, Sie werden da der Hauptredner sein. Was wird da an dem Tag so Ihre Botschaft sein? Also die Botschaft ist, dass es so eine Erkrankung gibt. Das ist eine wirklich ganz eigene, ganz besondere Erkrankung gibt. Die verhält sich völlig anders als andere Erkrankungen. Deswegen geht sie auch so schwer in unsere Köpfe der Mediziner rein. Also, dass es das gibt, dass es keine seltene Erkrankung ist, dass es viele Menschen betrifft, dass es echt ein großes Problem ist, was nicht aufgefangen wird in vielen Fällen. Ich glaube, das wäre so aus meiner Sicht, sind so wichtige Punkte, dass es einfach wahrgenommen wird und dass da schnelle, pragmatische Lösungen auch her müssen in verschiedenen Gebieten, ob es die Forschung ist, ob es die jetzige Versorgung ist dieser Familien, dieser Eheleute, dieser Kinder, die Unterstützung für die Kliniken, die sich jetzt dieses Projektes annehmen. Das sind so einige Ebenen. Eigentlich auch, wie Herr Graf sagt, gar nicht so schwer. Es werden so viele Forschungsgelder ausgegeben, Milliarden. Für so eine schwerste Erkrankung, muss ich sagen, verstehe ich es auch nicht, dass da so wenig getan wird. Wir wollen da am 11. Mai, am 12. Mai ist der offizielle Welttag für ME-CFS. Und aus organisatorischen Gründen machen wir es eben am Samstag, einen Tag vorher, auf dem Platz der Alten Synagoge aufmerksam machen auf diese Krankheit und wie Herr Gerner so sagt, auf diese Andersartigkeit dieser Krankheit. Wir wollen den Menschen ein Stück weit nachvollziehbar machen, dass mit den gewohnten Mechanismen sie
die Kranken noch kränker machen. Es geht den Kranken noch schlechter. Und diese Aktivierungstherapien, die Psychologisierung, die meistens erfolgt, ist eine absolute Katastrophe. Und man kann nicht nachvollziehbar machen, leider, wie viel Leid diesen Menschen angetan wird. Und wir versuchen, über diese große Aktion ein Stück weit auf uns aufmerksam zu machen. Denn wer weiß von diesen Menschen, die zu Hause im Dunkeln oft liegen und zu schwach sind, um am Leben irgendwie teilzunehmen. Und das hoffen wir auch auf Stellvertreter. Wir werden liegen, wir werden auf den Boden Kleider legen als Ersatz, weil diejenigen nicht kommen können. Die können nicht, die sind viel zu schwach, um irgendwie auch nur laut Hallo zu sagen, mir geht es schlecht. Herr Graf, vielen Dank, dass Sie hier waren. Herr Gerner, Ihnen auch. Und ja, ich wünsche Ihnen und auch Ihrer Tochter, dass es aufwärts geht und dass auch die Unterstützung besser wird. Das hoffen wir. Ihnen zu Hause danke ich für die Aufmerksamkeit. Ja, nach so einer Sendung kann man Ihnen nur wünschen, ja, bleiben Sie gesund. Und ich erinnere Sie auch noch mal gerne daran, am 11. Mai auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg, der Aktionstag für Erkrankte von ME-CFS. Und damit, ciao.